Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu FIFA 13 Pack Opening Folge 16 schon. Mit mir, dem King Blade, und meinem Gast Disaster. Jo, hi. Servus. Ja, heute, ich hab gedacht, ja, Pack Opening heute, weil es Happy Hour ist. 15.000er Pack. Meinst du? So viel Geld habe ich schon mal nicht. Ja, aber wie viel hast du denn? Oh Mann. 4.000. Du musst halt richtig Geld anlegen und so. Ja. Also, erstes 15.000er geöffnet. Sieht nicht schön aus. Mladen Petrovic. Irgendein Unbekannter. Noch ein Unbekannter. Josie. Altidore. Der ist scheiße. Dann Phil. Echt, ist ja nicht gut. Nee, das ist zwar 75 glänzend, aber nö, 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 nö. Ah, 74 glänzend wäre besser Ja. gewesen. Kennst du Felipe? Ja, kann Brasilianer sein. Innenverteidiger. Ja. Ja, den hatte ich. Hat 70 Pace, nicht schlecht, ne? Ein paar Verträge. Ja. Ja, Verträge sind immer dabei. Und ein. Außer man Ja, braucht sie. eine 4-1-2-1-2. Oh, Und schön. was für dich? FC Zürich Gasttrikot. Hast du Oh, schon? schön. Das Ja. Rote, oder? Hast du schon, oder? Ja, habe ich nicht. Willst du's? Das passt, es sieht irgendwie nicht so gut Okay. aus, so auf den Körpern. Ich weiß auch nicht. So rot irgendwie, oder? Nein. Einfach so, ich weiß auch nicht. Es sieht einfach irgendwie nicht gut aus, so auf den Körpern. So. Es sieht unrealistisch aus, sagen wir Kann es ja so. vorkommen, ne? Ja. Christian Benitez, schon mal gehört? Ja, glaub schon. Aber Eine so gut ist Pace-Hure, der nicht, ja. oder? 76 und Aha. 87 Pace, ja. Ja. Vier Sterne. Ja, aber sonst enttäuschendes erstes Jumbo-Pack. Ich öffne jetzt mal lieber keines mehr. Sonst wird die Okay. Folge ganz kurz. Und das ist ja auch nicht so gewünscht, sag ich mal. Ich habe jetzt übrigens ein neues Team. Wenn ihr den FC Basel kennt, ich habe das ganze Basel-Team gemacht. Und ey, das geht ab, ne? Ja. Ihr kennt den Sua noch nicht. Aber ihr werdet sicher mal in einem Video den sehen, so wie der abgeht. So, Benitez mal auf 1200 zur Vorkaufpreis. Ne, ein bisschen höher, 2000 so. Jo, der Rest weg mal. Und ja, weiter geht's mit dem Normalen jetzt. Und einem völligen Quadratkopf. Hagui. Ist ein tunesischer Innenverteidiger. Nö. Okay. Ich habe schon ganz lange mehr keinen sehr guten Spiel mehr drin gehabt. Ich habe noch nie fast einen sehr guten Spieler drin Doch, gehabt. also Company nicht. Der ist doch Ja, sehr aber. gut. Ja, aber. Ja. Doch, das war so einer der einzigen, sagen wir es so. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so in letzter Zeit, dass die Wahrscheinlichkeit, einen guten Spieler drin zu haben, ist irgendwie gesunken. Den Eindruck Keine schon. Ahnung. Ich ziehe nicht mehr so viel Packs, weil ich kein Geld mehr habe. Ja. Ja, und dann haben wir da den Papadopoulos. Oh, der hat 70 Nee, er Pace oder ist der so, von oder? Schalke, der hat nur 69. Aha, er ist fast 70. Ja, sein Bruder, der hat 70, ja, oder? Der heißt ja Avram Papadopoulos. Die sollte man eigentlich gratis bekommen jetzt. Griechenland so scheiße dran ist. Ja, klar. Also FIFA, bitteschön, ein bisschen Realismus. Es gibt sonst schon zu viele Bugs und
Ah, Pfosten. Oh Gott. Pech gehabt. viertes Pack. Stephen Ireland. Nee. Zwei Iren in einem Pack. Hast du schon mal. Was für ein Irren. Genau, ja. Hast du schon mal Was habe ich? Iren reden hören, so Englisch? Ja, glaube schon. Die sind ja so ein bisschen Ja, komisch, ne? ich glaube, das U sprechen sie wie ein U aus. Also Schon? Keine zum Ahnung. Beispiel bei DC, Frankie, der ist, glaube ich, auch aus Irland oder Nordirland so. Keine Der sagt Ahnung. immer Gunshop anstatt Gunshop. I'm holding my gun. Aber es ist schon noch interessant, so die verschiedenen Englischdialekte anzuhören. Yellow. Fünftes Pack. Mit Hardcore. einem anderen Quadratkopf. Abdelaue. Ja, der könnte noch was bringen hier. Zack, zack. Wie findest du eigentlich so im Allgemeinen, wie sinnvoll ist es, Packs zu ziehen? Unglaublich unsinnvoll. Ja, weil du noch kein Glück hattest, ne? Ja, ich habe nie Glück, niemals, nie in meinem ganzen Leben wahrscheinlich in FIFA hier. Ich muss mir immer alle Spieler kaufen. Also, ich finde, Außer Kompany, das ja. war der einzige, den ich hatte und teuer verkaufen konnte. Ich finde, Du hast da mehr Glück als da Informspieler und ja, alles. Ich habe also, noch nie einen eben, ich habe Informspieler, viele glaube Packs ich. gezogen. Das halt. Ja, aber das ist trotzdem irgendwie komisch. Es gibt ja nicht so viele Arten, wie man Geld verbrauchen könnte. Also, wenn ich jetzt mal so unterteile, entweder Packs öffnen, neue Teams machen oder handeln. Das sind eigentlich die drei Arten, was man so machen kann mit dem Geld. Ich verschwende es immer mit Packs meistens. Ich sag mir immer, ich mache keine Packs mehr auf, weil ich immer nur Scheiße ziehe und dann habe ich irgendwie trotzdem Lust auf ein Pack und dann mache ich es auf und dann habe ich irgendwie einen 75er mit 30 Pace drin, also. So, Mertesacker, sagt nee. Ja. Mertesacker in den Sturm, das wäre mal ein Experiment. Ja, genau. Eben immerhin. Kopfball ist gut. Ja. Aber ich finde jetzt wegen dem Geld und dem Pack öffnen, also wenn man keine FIFA-Points kauft und das Geld nur für Packs ausgibt, das bringt's dann nicht. Also ja. Ja, kommt drauf an, ob man vielleicht irgendwann mal einen guten Zug macht, den verkauft, Ja, dann hat man schon dann genug schon, ja. Geld. Dann. Aber sonst. Ja, sonst ist es schwer, überhaupt genug Geld Ja, zu ziehen, klar. um so viele Packs zu ziehen, dass man irgendwas überhaupt Ich bekommt, weiß noch was am gut ist. Anfang, wie ich da um meine Münzen gekämpft habe, dass ich überhaupt spielen konnte. Ja. Okay. Yeah, Ja. gratis Silber Set. Oh Gott. Und Michael Carrick. Stell den mal rein. So für 500 geht er vielleicht weg. Ja. Ja. Dann ist ja heute noch Champions League Auslosung gewesen. Ja. Wem hilfst du? Bayern wird rausfliegen, Ja, nur das so denke ich als auch. Vorinformation. Ich helfe jetzt Dortmund. Und die machen dann im Die Finale werden auch Barca rausfliegen, fertig. denke ich. Nein, ich glaube, Dortmund fliegt raus. Aber es kann natürlich alles passieren im Fußball. Sonst wäre es ja nicht Fußball. Ja, klar. Der nee, heute nur Müllen. Kann nicht immer so gut kommen wie, keine Ahnung,
Kassias Ja, oder so. das war schon lange her. Schon einen Monat. Ich verzweifle langsam so. So. Aber es geht ja in FIFA hauptsächlich ums Spielen. Ja. Luis Gustavo noch. Den lasse ich auch weg mit dem. Mist, bitte keine rote Karte, bitte, bitte. Ja, gelb. Ja. Boah, hatte ich da Glück. So, ich würde sagen noch zwei Packs, dann habe ich noch so 90.000. Geht gerade noch. Dann muss ich vielleicht mal einen Spieler von mir verkaufen. Sind teuren. Vielleicht nicht gerade Garcias, aber mal schauen. Gott, warum treffe ich das Tor nicht? Nein. Ah, nee. Das Spiel hasst mich. Mal wieder. Du musst es mehr gelassener nehmen. Ist halt wie in echt. So, wünsch mir Glück, letztes Pack. Ja, viel Glück und schenk mir den besten Spieler. Karim Benzema. Hast du Nee, echt? der war vorne drauf. Ah. Perea habe ich gezogen. Ah, der ist gut, ey. Innenverteidiger Echt? mit 82 Pace. Oha. 76. Nicht Mal auf schlecht. den Tauschstapel, der könnte noch was einbringen. Ja. So, erstmal speichern. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Leider Ja. heute wieder mal kein Glück, aber ja, kann ja noch werden. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.